Sicht auf die Schweiz durch die Augen von Schülern aus einer fremden Kultur, das ist Top Fokus. Grüezi zurück. Indische Austauschschüler sind eine Woche lang an der Kante in Bülach und lernen die Schweizer Kultur kennen. Dazu gehört nicht nur Schoki, wie sie gestern in der Schokifabrik erleben durften, sondern natürlich auch die Forschung. Noah Weber begleitet den Besuch aus dem fernen Osten in eine der renommiertesten Schweizer Forschungsanstalten. Die Austauschwoche neigt sich langsam aber sicher am Ende zu. Die beiden Schulklassen haben zwar noch viel Programm vor sich, die Gedanken ans Heimgehen sind jetzt aber bei allen im Hinterkopf. Die meisten macht es traurig. No, it's not like ich nenne meinen Partner nicht mehr meinen Partner. Er ist jetzt mein Bruder. Seine Familie ist jetzt auch meine Familie. Ich nenne sie Schweizer Mami und Schweizer Papi. Wenn ich da bin, vermisse ich meine Familie in Indien. Und wenn ich wieder zurück bin, vermisse ich meine Schweizer Familie. Das ist etwas, das alle betonen. Es sind wirklich gute Freundschaften geschlossen worden. Das kann auch, denke ich, sehr lange halten. Vor allem, wir haben uns ja schon gesehen in Indien. Dort ist schon sehr gute Freundschaft entstanden und jetzt hat sich noch bestätigt und ja, die letzten Tage noch geniessen. International verbunden zu sein, ist eine ganz wichtige Sache. Darum bin ich froh, dass ich so viele neue Freunde gefunden habe. Aber nicht nur die Schüler haben neue Freundschaften geschlossen, auch die Lehrer sagen, dass sie sich jetzt näher stehen. Wir sind zuerst zwar geschäftlich kontaktiert worden, aber jetzt kann ich gut sagen, dass der professionelle Kontakt sich in eine persönliche Beziehung verwandelt hat. Wir sind gute Freunde und wollen das auch für immer bleiben. Wir vier haben uns sehr, sehr gut von Anfang an verstanden. Es ist jetzt das vierte Mal, wo wir miteinander unterwegs sind. Wir haben ja noch je eine Rekognoszierungsreise gemacht in Indien und in der Schweiz. Das ganze Austauschprojekt war eine grosse Chance für alle. Und die Schüler sagen, dass sie für ihr Leben viel gelernt haben und vieles mitnehmen von dem Projekt. Dass wir Schweizer vielleicht auch das Zeug etwas langsamer angehen sollten. Also, was ich in Indien gemerkt habe, das Zeitgefühl ist bei den Indern etwas ganz anderes als bei uns. Wir sind ein Land, wo ich glaube, sonst der Kanton Zürich, wo immer extrem im Stress ist. Man muss arbeiten, man muss in die Arbeit, man muss in die Schule, man muss machen, man muss das. The week was amazing. We had a lot of fun things. Die Woche war unglaublich toll gewesen. Wir haben sehr viele tolle Sachen gemacht. Mein persönlicher Highlight war der Ausflug auf den Titlis. Die Aussicht dort oben ist umwerfend. Aber es war sehr kalt. It was quite cold. It was minus 14 degrees, I guess. Der Austausch sei ein voller Erfolg gewesen, sagen alle Verantwortlichen. Die indische Schule hat auch schon wieder angefragt, ob so ein Projekt nicht könnte wiederholt werden. Die verantwortlichen Schweizer Lehrerinnen könnten sich das gut vorstellen. Ein so ein Projekt sei aber schwierig zum Umsetzen. Wir sind mit der Mercator-Stiftung unterstützt worden. Ohne dass die Fördergelder wäre es unmöglich gewesen. Wir haben zusätzlich weitere Fördergelder gebraucht. Und die Schule hat auch noch ihren Beitrag geleistet, die Eltern natürlich. Und ein Projekt von dieser Grösse zu stemmen, das könnten wir jetzt nicht in einem jährlichen Turnus. Aber Frau Brünner und ich hätten beide schon Lust, das vielleicht in zwei, drei Jahren wieder mal anzupacken. Am Samstag gibt es dann noch ein grosses Abschlussfest. Die Woche sei voll gewesen mit Impressionen und Eindrücken. Alle Schüler sagen, dass sie diese Zeit nie vergessen werden. Ja, das war es vom Top Fokus für diese Woche. Alle Folgen von dieser Serie finden Sie wie immer auch im Internet auf toponline.ch zum Nachschauen. Haben Sie ein ganz gutes Wochenende. Adi miteinander.